Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zu diesem ganz knappen Einleitungsvideo in meine Lehrveranstaltung im Wintersemester 2022. Das Ganze hat jetzt nun seit ein paar Semestern Tradition, dass ich einen kurzen Überblick darüber gebe, wie ich mir die Lehre im jeweiligen Semester vorstelle und ganz kurz thematisch etwas zu den jeweiligen Veranstaltungen sage, sodass Sie sich schon einmal auf das Thema der Veranstaltungen vorbereiten können. Ich würde sehr gern heute allerdings eine Besonderheit noch einfügen müssen, denn neben den offiziellen Lehrveranstaltungen für die Fach- und Lehramtsstudiengänge startet im Wintersemester der Masterstudiengang Digital Humanities. Und da ich gleichzeitig Studiendekan für diesen Studiengang bin, betreue ich auch eine Ringvorlesung, die im neuen Masterstudiengang obligatorisch ist. Und dadurch bin ich in diesem Semester ein wenig mehr eingespannt, als das sonst der Fall ist. Was mir aber die Gelegenheit gibt, zentrale Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren auch in der Lehre beschäftigt habe und nicht nur in der Forschung, noch einmal neu aufzuarbeiten, zu aktualisieren und Ihnen mit einem besonderen Bezug zur Verfügung zu stellen. Aber das erläutere ich dann bei den jeweiligen Lehrveranstaltungen. Werfen wir doch einfach einen Blick in die Lehrveranstaltung für das Wintersemester. Ich werde drei Veranstaltungen anbieten. Einmal die Vorlesung Kognitive Linguistik, dann das Seminar Konstruktionsgrammatik und ein weiteres Seminar von der Handschrift zur Edition. Daneben wird es noch ein Oberseminar geben für diejenigen von Ihnen, die Abschlussarbeiten anstreben. Darauf gehe ich jetzt aber im Detail hier nicht ein, da das anderen Organisationsprinzipien genügt und vor allen Dingen für die interessant ist, die in diesem Semester eine Abschlussarbeit vor sich haben. Ganz kurz, ich werde auch in diesem Semester auf digital gestützte Elemente setzen und selbst wenn wir in Präsenz lehren, sowohl was die Vorlesungen als auch die Seminare betrifft und uns in Präsenz austauschen, möchte ich sehr gern zumindest den Input weiterhin synchron und asynchron zur Verfügung stellen, so wie ich das im letzten Semester gemacht habe. Das heißt, die Vorlesung wird komplett gestreamt und wird danach asynchron weiterhin zur Verfügung stehen, und zwar als Input-Video, also als Videoaufzeichnung und als Tonaufzeichnung in meinem Podcast. Daneben der Videostream, wie schon angekündigt, für die Vorlesung durchgehend und für die Seminare zur Konstruktionsgrammatik und von der Handschrift zur Edition zumindest in den Inputphasen. Es mag durchaus sein, dass das Seminar von der Handschrift zur Edition durchgehend aufgezeichnet wird, aber das würde ich dann mit Ihnen als Studierende live und vor Ort klären. Das kann man nicht voraussetzen. Da ist auch jede Gruppe, in der man diskutiert, anders aufgestellt. Daneben wird es, wie in den letzten Semestern auch, jeweils für die Veranstaltungen eine Matrixgruppe geben. Und in dieser Matrixgruppe teile ich die zentralen Inhalte für das Seminar. Für den Austausch in den Seminargruppen selbst und zum Beispiel auch in Vorbereitung auf die Prüfungsleistungen sind diese Chatgruppen über Element Matrix wirklich zu empfehlen. Was ich nicht anbieten werde, sind Videokonferenzumgebungen, denen Sie sich zuschalten können. Das hat ganz einfach technische Gründe, da ich sowohl mit den bereitgestellten Lösungen, also BigBlueButton und Zoom, nicht so ganz zufrieden bin und die Videokonferenzumgebungen, sobald sich Leute von außen zuschalten, auch sehr, sehr anfällig sind. Nichtsdestotrotz probieren wir es vielleicht, lassen Sie sich überraschen, wie da auch die Dynamiken in den jeweiligen Seminargruppen sind. Möglicherweise gibt es hier noch Änderungen, Korrekturen. Wenn wir auf die Seminar-Tools und Vorlesungstools selbst blicken, die Matrix hatte ich schon erwähnt, als einen ganz zentralen Kommunikationshub. Und zum anderen arbeite ich sehr gern mit Miroboards zur Organisation. Auch das wird in diesem Semester nie anders sein, sodass Sie sich dann in dem Seminar und in den Seminargruppen in diesem oder auf diesem Miroboard werden bewegen können. Möglicherweise, und das hängt ein wenig von der technischen Weiterentwicklung von WonderMe ab,
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir im Semester zumindest testweise einzelne Sitzungen nach Wander verlegen. Bin mir aber hier noch nicht so ganz im Klaren, wie da Ihre Meinung dazu ist und Ihre Haltung. Und hoffe aber, dass Sie zumindest willens sind, das Ganze auszuprobieren. Denn WonderMe hat einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht, genauso wie Miro. Während in WonderMe Video aus einer reinen Videokonferenzumgebung jetzt eine Plattform geworden ist, auf der man auch Inhalte präsentieren kann, also man kann da Dokumente hinterlegen, hat Miro an der Funktionalität seiner Videokonferenzen weitergearbeitet. Das heißt, diese Dienste bewegen sich aufeinander zu und bieten mittlerweile einen ähnlichen Funktionsumfang, auch wenn das eine oder andere Tool einen jeweils anderen Fokus legt. Daneben freue ich mich oder ist es mir, freue ich mich über anonymes Feedback zu den jeweiligen Veranstaltungen. Dieses anonyme Feedback setze ich jetzt auch seit mehreren Semestern ein und ist mir eine wichtige Quelle für Ihre Anregungen, Ihre Wünsche und Ihre Kritik. Ich stelle das Ganze auch öffentlich, nicht mit Ihrem Namen. Da bleibt es anonym, aber die Kommentare und die Anregungen stelle ich öffentlich, sodass sie nachvollziehbar sind und tatsächlich ich mich auch daran orientieren kann und auch orientieren werde und muss, was Sie mir hier als Aufgabe mitgeben. Daneben möchte ich Sie hinweisen auf die digitalen Inhalte, die stetig wachsen am Seminar, am Institut für Germanistik und Medienkulturen. Hier vor allen Dingen mit Inhalten aus der germanistischen Sprachwissenschaft, aber es kommen nach und nach auch andere Inhalte dazu. Wie sind digital gestützte Veranstaltungen jetzt aufgebaut? Ich zeige Ihnen das hier am Beispiel einer Vorlesung. Die Vorlesung selbst bleibt bei einem Inhalt von 90 Minuten. Allerdings ist es tatsächlich so, dass diese Inputphasen, wenn man jetzt im Livestream oder im Video, im asynchronen Video in der Nachnutzung arbeitet, sollten nicht über 60 Minuten gehen. Also eine Stunde ist so das Limit. Das ist schon sehr, sehr viel. Und ich stelle Ihnen gleichzeitig neben diesem Stream natürlich auch die Präsentationsgrundlagen und Unterlagen, die Slides, zur Verfügung. Danach wird es eine Interaktionsphase geben. Diese Interaktionsphase ist an die Präsenz gebunden, denn wir haben hier Austauschmöglichkeiten in einem relativ offenen Raum. Da ich gleichzeitig aber die oder im Vorfeld aber die Vorlesung gestreamt habe und die Videoaufzeichnungen anfertige, kann ich innerhalb kürzester Zeit dann nicht auf eine Videokonferenzumgebung umstellen, sodass das eher kein interaktives Format im hybriden Sinne, also zwischen Präsenzraum in der Vorlesung und daheim werden kann. Daneben räume ich Feedback und Informationen immer eine Menge Raum ein, denn wie Sie sich sicherlich vorstellen können, zwingt die ein oder andere Lage in diesem Winter zu Rückmeldungen, zu Informationen über das aktuelle Geschehen, nicht nur an der Universität, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Stichwort Corona, Stichwort Energiesparmaßnahmen, Stichwort Ukraine-Krieg. Das ist eine normale Inputphase in der oder ein normaler Aufbau einer Vorlesungssitzung selbst und die halte ich mutmaßlich auch das komplette Semester durch. Im digital gestützten Seminar sieht das ein wenig anders aus. Hier haben wir eine Inputphase, die genauso läuft in diesem Cycle, wie ich Ihnen jetzt gerade erklärt habe. Das heißt, hier werden wir die Inputphase natürlich nicht auf 60 Minuten setzen, sondern höchstwahrscheinlich auf 40 Minuten, sodass Sie eine thematische und methodische Basis für das Thema des Seminars bekommen können. Danach gibt es eine Erarbeitungsphase über mehrere Sitzungen im Verlauf des Semesters, bei denen ich Sie auch technisch unterstütze. Das Ganze wird in Kleingruppen ablaufen. Ob es hier hybride Kommunikationsmöglichkeiten unter den SeminarteilnehmerInnen gibt, das hängt ganz von Ihnen ab und auch von Ihrer technischen Ausrüstung. Und zum Schluss des Seminars, das sind dann meistens die letzten 3 bis 4 Sitzungen, nehmen wir uns eine Präsentationsphase, in der Sie die Ergebnisse aus Ihren Gruppenarbeiten präsentieren und sie mit der Gruppe diskutieren. Das ist ein ganz gut eingeübtes Format, das nicht auf kein typisches Referateseminar ist, sondern Ihnen die Möglichkeit, in
der Seminarzeit gibt, gemeinsam mit anderen Studierenden zu interagieren, an einem Thema zu arbeiten und natürlich voraussetzt, dass sie die knapp bemessene Kommunikationszeit im Seminar nicht dafür nutzen, um gemeinsam zu recherchieren, sondern das sollten sie im besten Fall vorher tun, aber dann gemeinsam im Seminar an ihren Inhalten zu arbeiten. Zu den Veranstaltungen selbst. Die Grundlagen und anwendungsorientierten Methoden der Digital Humanities als Ringvorlesung hatte ich schon angesprochen. Diese Ringvorlesung wird Dienstag in der 5. Doppelstunde im Hörsaalzentrum 304, es ist ein Zeichensaal, stattfinden. Wir zeichnen sie auf. Und Inhalt dieser Ringvorlesung sind unterschiedliche thematische Aspekte, mit denen sich Forscherinnen am Bereich GSW mit den Digital Humanities beschäftigen. Das heißt, es wird eine Schau auf Einzelprojekte, auf Ausrichtungen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft, der Kunstwissenschaft, der Kunstgeschichte, der dem Zusammenhang von Schule und Bildung in den Erziehungswissenschaften, der Geschichte der Sprach- und Literaturwissenschaft. Freuen Sie sich auf spannende Themen, in denen der Bereich GSW seine Auffassung, Haltung im konkreten Projekt zu den Digital Humanities vorstellt. Dienstag, 5. Doppelstunde im Hörsaalzentrum 304. Die Vorlesung ist konzipiert für Studierende des Masterstudiengangs, aber auch für Interessierte offen. Schreiben Sie mich bitte an, wenn Sie sich dafür interessieren. Wir zeichnen im Übrigen die Vorlesung auf, sowie wir versuchen, alle Veranstaltungen des Masterstudiengangs digital nachnutzbar zu halten. Und ich freue mich über Ihr Interesse an den Inhalten. Zu meinen eigenen Veranstaltungen brauche ich, glaube ich, fast nicht so viel zu sagen. Die kognitive Linguistik habe ich im Portfolio schon eine ganze Weile und habe Inhalte der kognitiven Linguistik sowohl in Seminaren als auch in einer Vorlesung schon verarbeitet. Allerdings ist das Ganze schon etwas her und es ist eine großartige Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik erschienen von Elisabeth Ziemer. Und diese würde ich gerne zum Anlass nehmen, um die Inhalte, die vor einigen Jahren schon mal in der Lehre präsentiert worden sind, neu aufzuarbeiten, neu zu perspektivieren und zu aktualisieren, sodass Sie einen aktuellen Blick auf dieses Feld an möglicher Auseinandersetzung mit Sprache haben. Was mir ein besonderes Anliegen sein wird, ist, dass ich auf die Verwendbarkeit im schulischen Kontext blicke. Das habe ich im letzten Semester angefangen in der Vorlesung zum Sprachwandel. Und ich würde in dieser Vorlesung ebenfalls denselben Versuch wagen, nämlich eine Vorlesungssäule so aufzurichten, dass ich mich immer danach frage, wie kann ich dieses Thema, das ich in dieser Vorlesungseinheit eingesetzt habe oder eingeführt habe, wie kann ich das mit dem sächsischen Lehrplan in Übereinstimmung bringen, welche möglichen Themenstellungen ergeben sich dadurch, wo kann ich Brücken bauen, was sind tolle Beispiele für den Unterricht und so, dass wir parallel also die fachwissenschaftlichen Interessen, aber auch Interessen für angehende LehrerInnen adäquat berücksichtigen in dieser Vorlesung. Es kam gut an und damit würde ich gern weitermachen. Gleiches gilt für das Seminar Konstruktionsgrammatik. Auch das ist ein Thema, das ich schon in der einen oder anderen Veranstaltung bearbeitet habe. Hier wird es mir vor allen Dingen darauf ankommen, dass wir sowohl einführen in dieses Thema als auch neuere Entwicklungen mit berücksichtigen. Und davon gibt es in letzter Zeit einige. Und gleichsam gilt hier, dass mir der Fokus zwischen Fachwissenschaft und der Ausbildung fürs Lehramt zentral ist, denn auch die Konstruktionsgrammatik bietet interessante Einsichten und Einblicke in Aspekte des Spracherwerbs, des Sprachgebrauchs, die so im schulischen Alltag noch nicht berücksichtigt werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier an einigen zentralen Stellen gemeinsam arbeiten, um zum Beispiel Lehreinheiten vorzubereiten für die Schule. Ich würde sehr gern den Fokus legen auf Narration, also die Frage von Erzählungen und möglicherweise auch die Konstruktionsmorphologie. Aber da müssen wir ein bisschen schauen, wohin Ihre Interessen liegen. Das letzte thematische Seminar von der Handschrift zur Edition steht im engsten
Connex mit dem Masterstudiengang Digital Humanities, ist aber auch für andere Studierende geöffnet. Denn es ist ein Thema, das für die Geistes- und Sozial- und besonders Sprach- und Literaturwissenschaften essentiell ist, nämlich wie komme ich von einem Handschriften-Digitalisat, also von einem Bild, zu einem verarbeitbaren Text, an dem ich spezifische Forschungsfragen, adressieren kann. Und hier kommt es ein bisschen darauf an, welche Voraussetzungen Sie mitbringen. Wenn wir in einem Kurs sitzen, in dem niemand außer mir oder jemanden, möglicherweise ist Marlene Wolfenthal, die Kurrent lesen kann, dann müssen wir hier ein bisschen improvisieren und tatsächlich uns auf ihre Ausgangsbedingungen einlassen. Aber meiner Erfahrung nach reicht es auch schon, wenn wir nicht mit der Handschrift beginnen, sondern mit der Fraktur. Nichtsdestotrotz, von dieser Unsicherheit am Beginn abgesehen, werden wir uns mit der Bilddigitalisation beschäftigen, mit Fragen, wie man wie eine automatische OCR, also eine Optical Character Recognition, erfolgen kann. Dann damit, wie wir daraus einen edierbaren Text machen. Und hier werden wir auf den Oxygen XML Editor setzen, den ich Ihnen zur Verfügung stelle für das Seminar. Schlussendlich bis zur Einspeisung dieser Inhalte in die sogenannte Sketch Engine. Das ist eine Corpus-Umgebung, mit der man dann diese edierten Texte maschinell auswerten kann, sodass Sie in diesem Seminar einmal faktisch einen Blick in alle Aspekte erhalten, in denen es darum geht, wie man faktisch vom Bild oder vom Papier zu maschinenlesbarem Text kommt. Das ist recht anspruchsvoll, aber wir haben ja auch tolles Material für Sie. Ich freue mich sehr, dass wir das Seminar im SLUB Text Lab umsetzen können, das heißt dem Ort, an dem genau auf diese Art und Weise gearbeitet wird. Und hoffe, dass ich mit diesem Einblick Ihnen einen kurzen Eindruck geben konnte von den Lehrveranstaltungen im nächsten Semester. Bitte rechnen Sie damit, dass wir in der ersten Vorlesungswoche starten. Alle Informationen zu dem Seminar ergänze ich jetzt nach und nach in den Tagen der Erstsemester-Einführungswoche, sowohl auf dem Blog als auch bei Opal, als auch in den schon eingerichteten Matrixgruppen. Schauen Sie da nur kurz vorbei. Es würde mich sehr freuen, wenn das Ganze Ihre Zustimmung und Ihr Interesse trifft. Und bezüglich der Einschreibung vielleicht so viel. Kommen Sie erstmal vorbei und wir schauen mal, wie viele von den Einmeldungen und Einschreibungen tatsächlich genutzt werden. Für mich ist relevant, dass Sie als Studierende kontinuierlich an einem Kurs teilnehmen. Sollte sich herausstellen, dass jemand sich für den Kurs eingeschrieben hat und zur zweiten Sitzung nicht erschienen ist, nachdem er zur ersten Sitzung nicht erschienen ist, gebe ich den Platz frei. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Auftakt für die Erstsemesterwoche. Viel Erfolg bei dem Stundenplanbau. Ich weiß, dass es immer eine große Herausforderung ist. Ich freue mich auf die ersten thematischen Veranstaltungen mit Ihnen und bin bis dahin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.